Funke, fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる。Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play von Dragon Ball Z Kakarot. Auf das Spiel habe ich jetzt Ewigkeiten gewartet, seit es angekündigt wurde, dass es rauskommt. Oh, meine Kindheit war geprägt von Dragon Ball und Pokémon und sowas. Und ich hoffe einfach, dass das Spiel genau so geil ist, wie die Serie war. Ähnlich, vielleicht auch besser, man weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall total, es zu spielen. So, ich war mir überlegen, ob ich es streamen soll. Aber nee, ich würde gerne nochmal ein richtiges Let's Play machen. Mit Folgen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, einfach Folgen draus zu machen. Und yo, wenn ihr neu dabei seid, über ein Abo würde ich mich freuen. Und ansonsten, yo, würde ich sagen, wird nicht viel geschnackt. Fangen wir an mit dem neuen Spiel nach dem Intro. Bis dann. Der Saiyajin von der Erde, Son Goku. Hm? Son Gokus Sohn, Son Gohan. Piccolo, du bist gekommen. Ich trainiere aber zu gerne im Geist, um nicht allzu sehr einzusetzen. Es wird Zeit zu sehen, was ich drauf habe, und du bist genau der Richtige, um mir dabei zu helfen. Und der Kampf beginnt. Moment. So, hallöchen, da sind wir wieder. Ich starte mal mit Facecam. Aber falls ich merken sollte, dass es zu viel wegnimmt von der Story oder irgendwas, dann werde ich das Spiel ohne Facecam weiter Let's Playen. Aber wir starten erstmal so. Warte mal, Steuerung. LT halten, Abwehr. LT plus X, Explosion. Bewegen. Nach oben, unten. Halten. Achso, das ist Boost, Super Boost. Y halt, KI aufladen.
KI-Explosionsangriff, Nahkampfangriff, Ausweichen, Ziele aufheben, sperren, Pause. Okay. Superangriffsauswahl. Teleportationsangriff, Gegenstandsauswahl, Unterstützungsauswahl, Transformationsauswahl, Zielwechsel. Alles klar. Gut. Starten wir mal. So, uns ausweichen. Genau. Super Boost. Nice. So. Oh, komm her, mir ab. Ja, man muss sich ja mal reinfuchsen. Man muss die Steuerung ja mal kennenlernen. So, okay. Gehen wir die jetzt mal aufs Maul. Unterstützt. Zeig mir, was du drauf hast. Da. Autsch! Okay, das war nicht so gut. Autsch! Ja. Ich bin schon am Verteidigen. Was ist jetzt los? Hä? Ist am Schwächeln. Ist nicht gelungen. Defense funktioniert. Okay, das Kampfsystem, das gefällt mir schon mal. So, Werteboost. Wenn du Schaden erleidest oder verursachst, füllt sich deine Spannungsanzeige. Spannungsanzeige. Sind sowohl deine Spannungs- als auch deine KI-Anzeige gefüllt? Halte Y gedrückt, um den Werteboost zu aktivieren. Daraufhin werden alle deine Werte erhöht. Du kannst Superangriffe sowie Kombos abbrechen, um andere Aktionen zu starten und automatisch hinter zurückgeworfenen Gegnern herjagen. Der Werteboost ermöglicht es dir, Angriffe zu verketten, die du normalerweise nicht verketten kannst, um beispielsweise mehrere Kamehamehas nacheinander abzufeuern. Okay, dafür müssen wir... Zeig mir, was du drauf hast. Dafür müssen wir erstmal unsere KI laden. Autsch. Okay, das war nicht so cool. Hier war's. Genau. Leco mio. So, komm. So, was kommt jetzt? Oh, nice! Okay, das funktioniert. Einfach mal drei Kamehamehas hintereinander reingedrückt. Sehr schön. Zeig mir, was du drauf hast. Kumpel, du bist fast down. Hallo. Ihr steckt aber auch alles weg hier, die nix. Das war's, Piccolo. Ach, naja, doch noch nicht so ganz. Jetzt aber. Finish. Woo! Verdiente EP 220. S. Aufstieg. Und der Kampf hat nur im Geist stattgefunden. Was ist denn jetzt? Doch, das war nur ein kleiner Vorspann oder was? Dragon Ball Z. Halte den Einfall der Saiyajins auf. Machen wir doch. Story-Zusammenfassung. Der junge Son Goku bezwang den Dämonenkönig Piccolo, der es auf die Weltherrschaft abgesehen hatte. 5 Jahre sind seit diesem Sieg vergangen. Ja, jeder Dragon Ball Kenner weiß natürlich, dass das mit dem großen Kampfturnier
gerade jetzt. Die gute alte Erde. Aber wenn ich so darüber nachdenke, habe ich nichts davon gehört, dass er da die... Verdammt, was zum Teufel tut er da? Papa? Papa, wir sollten lieber nach Hause gehen, sonst wird Mama ziemlich sauer auf uns. Tut mir leid, falls ich es übertrieben habe, Songoha. Ich habe gegen jemanden gekämpft, der super stark war. Super stark? Ja, ein Typ namens Piccolo. Piccolo? Ja, also früher nannte man ihn Dämonenkönig Piccolo und der war durch und durch böse. Er ist der Stärkste, gegen den ich je gekämpft habe. Niemand hat mich mehr aus dem Häuschen gebracht als er. Ich will wieder gegen ihn kämpfen, deshalb will ich stärker werden, und zwar schnell. Ich hatte Angst, gegen jemanden wie ihn zu kämpfen. Du hättest bestimmt keine Probleme, wenn du ein bisschen trainieren willst. Ich glaube nicht, dass Mama das gefallen würde. Oh, genau. Ich hatte total vergessen, dass Chi-Chi wollte, dass wir ihr ein paar Zutaten besorgen. Wie konnte ich das nur vergessen? Chi-Chi. Mal überlegen, was wollte sie noch mal alles? Ich glaube, sie wollte Fisch und Äpfel. Ach ja, genau. Mal sehen, ob wir hier ein paar Äpfel finden. Okay, ich sehe mich mal um. Sengohan hat echt viel Energie. Feldsteuer. KI-Explosion, aufgeladene KI-Explosion nach KI suchen. Bewegen, Supertempo-Sprint. Boostflug. Untersuchen, reden, springen, Hauptmenü, Karte wechseln, vertikaler Boosteraufstieg. Fahrzeugauswahl, fahren, aussteigen, Kamera bewegen. Im Feld kannst du verschiedene Gegenstände finden. Nähere dich einfach einem Objekt, dann sammelst du es automatisch ein. Allerdings musst du in der Nähe eines wichtigen Objekts B drücken, um es mitzunehmen. Du solltest Lebensmittel einsammeln, die du für Werteboost gleich essen oder zum Zubereiten von Mahlzeiten für Unterstützungseffekte nutzen kannst. Diese Effekte sind eine große Hilfe bei zähen Gegnern, also iss regelmäßig etwas. Papa, wir drüben! Ja, chill mal! Chill mal, Kumpel, du kennst Papa. Papa muss immer alles auskundschaften. Und looten. Das geht doch in dem Spiel so weiter. Aber
Jeder, der meinen Kanal abonniert hat, der weiß das. Drachen? Das ist ein Bug, oder? Jo, sieht so aus. Okay. Ja, ich komme gleich, mein Sohn. Flussgarnier. Ich muss noch gucken, was da bei diesem Baum so besonders ist. So, da sehe ich erstmal nichts. Untersuchen. Hallo? Irgendwas muss ja aber mit dem Baum auch noch sein. Der leuchtet ja nicht so umsonst auf. Ach, das werden wir bestimmt auch noch rausfinden. Früher oder später. So, wo ist denn jetzt der Junge? Ich komme, mein Sohn! Lass uns versuchen, noch einen zu finden. Was meinst du? Überlass das mir. Alles klar, Junge. Das ist bestimmt der zweite Baum da drin. Aber bitte geh nicht zu weit. Baba, Baba ist bei dir. Ah, sieht schon cool aus alles. Bin schon mal gespannt, ob wir das hier auch alles erkunden können. Hier drüben. Wow, Sanduan, du bist ja ein echter Spürhund. Ach ja, wir haben jetzt jede Menge Äpfel. Danke, dass du die gefunden hast, Sangua. Aber jetzt bin ich doch etwas müde. Ich verstehe es und mache dir keinen Vorwurf. Moment, ich habe eine Idee. Wir fangen schnell noch ein paar Fische und dann geht's direkt nach Hause. Okay. Achte darauf, dass zum Gorn in der Nähe kommt. Dann begib dich zur Angelstelle. Alles klar, aber versuch Glück zu holen. Okay, das war fies. Hallo. Tut mir furchtbar leid. Ja, Kollege, könnt ihr mal ein bisschen draufhalten? So wie Papa, hm? Huch, was ist los? Ich bin müde, ich kann nicht mehr. Oh, hör auf zu weinen. Mann, du wirst aber schnell müde, was? Wenn du willst, kann ich dich tragen. Hurra! Alle, ja. Ja, das gefällt mir.
Hey, ist ja schon wieder ganz munter. Du bist echt verwirrt, weißt du das? Ich will die Kugel. Das ist echt komisch. Also, ich kann dir zwar definitiv nicht beim Lernen oder anderen Sachen helfen, aber wenn du noch härter werden willst, bin ich dein Mann. Nö, vor dem Kämpfen habe ich Angst. Aber fällt mir ein, du angelst gerade zum ersten Mal, oder? Ja, genau. Okay, dann zeige ich dir, wie ich das in deinem Alter immer gemacht habe. Hier fangen wir bestimmt was, also legen wir los. Aber womit wollen wir angeln? Wir haben keine Angel. Niemand hat eine Angel erwähnt, oder? Wer braucht die, wenn man einen Schweif hat? Mit meinem Schweif? Damit kann man angeln? Ja, wenn du den Schweif ins Wasser hältst, spürst du, wenn ein Fisch näher kommt. Ziemlich cool, oder? Wenn man den Dreh raus hat, ist es ganz einfach. Also, ich habe das zwar länger nicht mehr gemacht, da ich keinen Schweif mehr habe, aber meine Freundin Bulma hat mir eine Schweifprothese gebaut, mit der ich angeln kann. Glaubst du das? Echt cool. Okay. Na, wie sieht's aus? Lass uns angeln. Eine Schweifprothese! Yay! Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo einen guten Angelplatz gibt. Dann schauen wir mal. Yay! Flup! Los! Ja? Kommt höher. Put, 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 put. Kommt zu Papa! Kommt zu Papa! Mhm. Cool, blauer Fisch. Magerer Riesenfisch. Riesenfischflosse. Nehmen wir doch mit. Schnapp sie dir, Papa. Ja, Chichi wird bestimmt ausflippen, wenn sie den sieht. Mann, vom Angeln bekomme ich Hunger. Du nicht? Lass uns ein paar Fische essen. Wir haben doch mehr als genug. Ja, ich habe auch etwas Hunger. Naja, erstmal was essen vor dem Essen. Hunger auf gegrillten Fisch. Eine Mahlzeit essen. Okay, an Feuerstellen kann man sich anscheinend ausruhen. Und futtern. Agarer Riesenfisch. Bestätige. Und hier. Ach, schön. Plus 1% auf KI-Abwehr. TP und KI der Gruppe wurden vollständig wiederhergestellt. Mann, bin ich voll. Es geht doch nichts über einen frischen Fisch, oder? Aber ich glaube, ich habe mich überfressen. Wenn du so groß wie dein Vater werden willst, musst du jede Menge essen. Stimmt. Ich hatte heute Spaß, Papa. Ich hatte heute auch Spaß. Danke für deine Hilfe. Nächstes Mal zeige ich dir, wie man angelt. Dann können wir es zusammen machen. Okay, ich freue mich drauf. Du hast folgende Seelenabzeichen erhalten. Son Goku. Seelenabzeichen erhalten. Ja, Community-Stufe.
Seelenabzeichen. Seelenabzeichen sind Gegenstände, die die Beziehung deines Charakters mit anderen Charakteren repräsentieren. Du erhältst sie im Lauf der Story. Alle gesammelten Seelenabzeichen findest du im Community-Menü. Seelenabzeichen bewirken von sich aus nichts, aber indem du sie in einem Community-Bot integrierst, kannst du Effekte aktivieren, die dir im Abenteuer helfen. Du hast Son Goku als Z-Krieger-Community-Anführer erhalten und ein neues Community-Bot freigeschaltet. So, Communities. Auf dem Community-Bot platzierst du deine Seelenabzeichen. Abzeichen können jederzeit platziert oder entfernt werden. Vergiss also nicht, ein neues Abzeichen auf einem Community-Bot zu platzieren, wenn du eins erhältst. Um das zu tun, drücke einfach A im Seelenabzeichen-Menü und wähle das Abzeichen aus, das du platzieren möchtest. Die Gesamtanzahl der festgelegten Seelenabzeichen einer Community wirkt sich auf ihre Community-Rang aus. Sobald der Community-Rang ein bestimmtes Level erreicht, erhöht sich ihr Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Community-Fähigkeiten, die für dein Abenteuer hilfreich sind. Da die Gesamtstufe einer Community von der Community-Stufe der dazugehörigen Seelenabzeichen abhängt, kann der Community-Rang durch Hinzufügen oder Entfernen von Abzeichen auch gesenkt werden. Seelenabzeichen haben Community-Stufen, die sich auf die Community auswirken, der sie zugeordnet sind. Abzeichen eignen sich gut für bestimmte Communities, aber weniger für andere. Wenn du Abzeichen bestimmter Communities zuordnest, wird die maximale Community-Stufe erhöht. Erhöhen sich die Fähigkeiten, steigt auch die Stufe der Community. Die Fähigkeiten einer Community erhöhen sich, wenn du Geschenke aus der Community-Menü auf den Seelenabzeichen-Anzeige verteilst. Verschiedene Gegenstände beeinflussen die Fähigkeiten verschiedener Communities und erhöhen außerdem den Freundschaftswert. Freundschaft wirkt sich darauf aus, wie ein Unterstützungscharakter im Kampf hilft. In dieser Community kannst du die Community-Skills aktivieren, die dir beim Kämpfen helfen. Beteilige dich an den Z-Krieger-Community, wenn du dich mehr auf Kämpfe konzentrieren willst. Wenn du ein leeres Feld ausgewählt hast, drücke A, um die Seelenabzeichen-Anzeige aufzurufen. Ja. Drücke A, nachdem du Son Gohan ausgewählt hast, damit er im Set verfügbar ist. Platziere Son Gohan neben Son Goku. Du wärst bestimmt ziemlich stark, wenn du trainieren würdest. Ultimatives Vater-Sohn-Team. Der folgende Bonus ist jetzt aktiv. Platziere bestimmte Seelenabzeichen nebeneinander und bekomme einen sogenannten Link-Bonus. Die Aktivierung eines Link-Bonus erhöht die Stufe der Community und lässt sie im Rang ansteigen. Drücke um den Community-Board-Bildschirm, damit dir eine Liste der verfügbaren Link-Boni angezeigt wird. Ach ja, Papa, das wollte ich dir sagen. Das habe ich gefunden, während du geangelt hast. Ich weiß nicht, was es ist, aber hier, du kannst es haben. Wirklich? Danke, Son Goku. Heiliger Text der Kampfkunst. Verwendet den Gegenstand, den Son Gohan gefunden hat, als Geschenk im Seelenabzeichen-Menü. Geschenkgegenstände. Mit Geschenken können die Freundschaft und Fähigkeit von Seelenabzeichen beeinflusst werden. Wird die Fähigkeit eines Abzeichen und einer bestimmten Wert erhöht sich die Community-Stufe. Welche Community beeinflusst wird, hängt vom gegebenen Geschenk ab. So erhöht der heilige Text der Kampfkunst etwa die Fähigkeiten der Z-Krieger-Community. Freundschaft beeinflusst, wie Charaktere am Kampf teilnehmen. So, heiliger Text der Kampfkunst. Z-Krieger Community hat einen neuen Rang erreicht. 2. Okay. Gut. Mann, das wird, glaube ich, noch richtig kompliziert hier. Sprich mit Son Gohan. Der hat gesagt, dass ich mit dem sprechen will. Schade. Okay. Also, wollen wir nach Hause? Dieses Gebiet genauer erkunden. Ich würde eigentlich gern. Ich glaube, ich sollte mich hier noch ein bisschen umschauen. Okay, dann warte ich hier. Danke, ich bin gleich wieder da. Ja, weil ich würde schon gern.
ちのように済まさねえとな。よしよしに言ってる場合じゃねえか。Kann ich hier nochmal an? Ich möchte nochmal angeln. Hallo. Kommt her. Alles klar. Komm, dann gehen wir zurück zu Mutti. Bevor es da noch Ärger gibt. Wir wissen ja alle, wie Frauen sind. Also, wollen wir nach Hause? Ja, ich glaube, ich sollte mich hier noch ein... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Gut, gehen wir nach Hause. Genau. Filmchen. Ja, so. Und los. Kinton, ja. Jinjun. Ein Dinosaurier. Oh, Z-Kugeln sind besondere Gegenstände, die du im Feld finden oder bei Kämpfen erhalten kannst. Alle, die du im Feld findest, kannst du sammeln, indem du dich ihnen näherst. Sie sind unentbehrlich für den Erhalt von Superangriffen, darum sammel so viel wie möglich. Es gibt viele verschiedene Arten von Z-Kugeln. Kugeln einer Farbe findest du in der Nähe von Gebieten, die mit dieser Farbe in Verbindung stehen. Beispielsweise kann man blaue Kugeln am Wasser und grüne Kugeln in der Nähe von Wäldern finden. Wenn du nach Z-Kugeln einer bestimmten Farbe suchst, begib dich an einen Ort, an dem diese Farbe stark vertreten ist. Wie komme ich denn? Ja. Okay, so kommen wir runter. Schalo, hey, Schalo. ちょっと腹減ってきちまったな。いい子にしてないと、均等には乗れねえんだが。ご飯は大丈夫みたいだな。うん、大丈夫。でん。でるるる。Ich wollte die Wolke schon immer mal reiten. Geil. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, ob wir hier nochmal die Chance kriegen, für wieder hinzukommen. Da würde ich die jetzt einfach mal ignorieren. Aber nee. Ich weiß es nicht. Dafür sammle ich alles ein. Das war schon ewig nicht mehr hier.
Wie kann ich denn die Wolke verlassen? Ah, ich kann die nicht verlassen jetzt. Ei. Okay. Eier gesammelt. Wir müssen den Kampf bestehen. Gewann und gegeben. Okay, erstmal zu Mutti. Einlauf kassieren. Oh, sie guckt schon wieder böse. Hey, Chichi, wir sind wieder da. Und wir haben was zum Essen mitgebracht. Hi, Mama. Du bist zu spät, Son Goku. Das Besorgen der Zutaten hätte nicht so lange dauern dürfen. Ja, tut mir leid. Wir haben auch trainiert. Du sollst heute doch Son Gohan, Muten Roshi und den anderen vorstellen. Moment mal, das war heute? Natürlich. Oh, tut mir leid, ich verspreche es, nächstes Mal merke ich es mir. Vergiss es. Worauf wartet ihr noch? Kommt rein, ich muss sofort mit dem Kochen anfangen. Sprich mit Chichi und bring sie dazu zu kochen. Okay, Leute, ich würde an diesem Punkt würde ich erstmal die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo ist auch immer wieder gerne gesehen. Und jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen!